Das begann sich erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu ändern, als Charles Darwin die Philosophie einer Schöpfung ohne Schöpfer entwarf. In seinem Landsitz in Down, südlich von London, formulierte er jene Ideen, aus denen seine Nachfolger dann den Darwinismus machten. Das derzeit einzig anerkannte wissenschaftliche Denkmodell über den Ablauf der Evolution. Diesem Denkmodell zufolge entstehen neue Formen, neue Eigenschaften und auch neue Arten von Lebewesen dadurch, dass zufällige Fehler bei der Kopierung der Erbinformation, sogenannte Mutationen, immer wieder neue Gene erzeugen. Die veränderten Gene erzeugen veränderte Lebewesen und diese werden dann der natürlichen Selektion unterworfen. Das heißt, sie müssen sich im Kampf ums Dasein bewähren, wo nur der Tüchtigste überlebt. Survival of the fittest. Das Denkmodell ist einfach und einleuchtend, aber stimmt es auch? Es geht in der Natur nicht gerade zimperlich zu, denn wer leben will, muss sich ernähren und nur Lebendiges ist essbar. Aber das Raubtier tötet mit Bedacht, behutsam fast, möchte man angesichts dieser Bilder sagen. Und es bringt dadurch sein Ökosystem nicht in Gefahr. Im Gegenteil, es trägt damit zu seiner Stabilisierung bei. Auch in der Wildnis ist das Leben mehr als ein dauernder Kampf ums Dasein. Schönheit, Intelligenz und Liebesfähigkeit haben im Verlauf der Evolution sehr viel deutlicher zugenommen als starke Aggressivität oder Giftigkeit. Krieg, das wissen wir aus eigener Erfahrung, baut nicht auf. Er zerstört das Vorhandene, macht aus einer blühenden Landschaft einen Trümmerhaufen. In der Evolution aber wurde der umgekehrte Weg beschrieben. Aus einem Trümmerhaufen sozusagen wurde ein lebender, blühender Planet. Kann dies das Ergebnis eines Prozesses sein, dessen Grundprinzip der Kampf ist? Die eigentliche große Zeit der Evolution begann damit, dass Einzeller sich vor etwa 600 Millionen Jahren zu vielzelligen Organismen zusammenschlossen. Und dies ist eindeutig ein kooperatives Verhalten, nicht Kampf. Zusammenarbeit ist die Devise. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass in der Natur Kooperation mindestens ebenso wichtig ist wie Konkurrenz. Die Bäume konkurrieren um den besten Platz am Licht, aber ihre Wurzeln sind miteinander verbunden, sodass sie Information und Nährstoffe austauschen können. Und die Vorstellung, dass durch zufällige Fehler beim Genkopieren Verbesserungen entstehen, ist ungefähr ebenso sinnvoll wie die Annahme, dass das Auto durch zufällige Fehler beim Abzeichnen eines Kutschenbauplans entstand, das Flugzeug durch zufällige Fehler beim Kopieren des Autobauplans und durch zufällige Fehler beim Kopieren des Flugzeugbauplans schließlich der Hubschrauber. Diese Vorstellung der klassischen Genetik durch Mutation und Selektion, also der Darwinismus, der die Formen herausgibt, die sind heute zum größten Teil eigentlich überholt. Es ist sicher Spur Wahrheit dran. Also es gibt keine Theorie, die ganz falsch ist. Es ist immer eine kleine Wahrheit dran. Aber es gibt heute von etwa Drosophila, dem Modellobjekt der ganzen Genetik, der Taufliege, kennt man heute 100.000 Mutanten. Aber alle 100.000 Mutanten sind Drosophila. Es hat sich nie was anderes daraus entwickelt noch. Das heißt also, die Genmutationen, die sind einfach nicht der hauptausschlaggebende Faktor. Und daher kann man umgekehrt ausschließen, die Gene sind nicht der Hauptfaktor für die Morphogenese, für die Formenstehung. Aber wenn es nicht die Gene sind, wer oder was ist es dann? Im Norden von London, in Hampstead Heath, lebt der englische Biologe Rupert Sheldrake. Anfang der 80er Jahre erregte er erhebliches Aufsehen und heftigen Widerspruch bei seinen Kollegen, als er ein Buch über eine mutmaßliche genlenkende Instanz schrieb. Er nannte sie morphogenetisches, das heißt formbildendes Feld. Die Idee der morphogenetischen Felder stammt nicht von mir. Dieses Konzept wurde schon in den 20er Jahren aufgestellt und es ist heute in der Entwicklungsbiologie durchaus anerkannt. Die Grundidee war, dass es eine gestaltende Kraft, eine Art unsichtbarer Gussform geben muss, die die Entwicklung der Form kontrolliert oder organisiert. Die Gene allein reichen dafür nicht aus. Gene enthalten die Bauanleitung für Proteine. Sie bestimmen die Reihenfolge ihrer Aminosäuren. Einige Gene sind mit der Kontrolle anderer Gene beschäftigt.
Aber die richtige Reihenfolge von Aminosäuren festzulegen, um dadurch die richtigen Proteine herzustellen, das reicht nicht aus, um einen Organismus zu formen. Unsere Arme und Beine enthalten beispielsweise die gleichen Gene und Proteine und trotzdem ist der Arm ein Arm und das Bein ein Bein. Es ist so, als ob man zwei Gebäude von unterschiedlicher Form aus dem gleichen Baumaterial herstellt. Der Unterschied zwischen den beiden Gebäuden entsteht nicht durch das Baumaterial, sondern durch den Bauplan. Und die Gene, von denen einige Leute glauben, dass sie den Bauplan enthalten, sind die gleichen in Armen und Beinen. Und deshalb brauchen wir etwas, das über den Genen steht. Ein morphogenetisches Feld, das die Entwicklung der Struktur organisiert, wie ein unsichtbarer Bauplan. Eine Metallplatte wurde mit Quarzsand bestreut und dann in Schwingung versetzt. Es bildet sich ein regelmäßiges Muster, eine Klangfigur. Das Schwingungsfeld ordnet Materie in der Bewegung. Obwohl die einzelnen Bestandteile sich in ständiger Wanderung befinden, bleibt das Muster stabil. Erst wenn die Frequenz der Schwingung sich ändert, ändert sich auch das Muster. Dies sind Beispiele von Klangfiguren, die der Schweizer Arzt und Forscher Hans Jenny in den 60er Jahren erzeugte. Er hat dabei ganz unterschiedliche Substanzen in Schwingung versetzt. Neben Sand auch verschiedene Flüssigkeiten und breiartige Gemenge. Die formbildende Kraft der menschlichen Stimme machte er dadurch sichtbar, dass er eine Membran über einen Lautsprecher spannte. Die verschiedenen Vokale erzeugen verschiedene Muster. Das O beispielsweise eine Kreisfigur, die sich auch in einem schwingenden Wassertropfen wiederfindet. Im Wasser entstehen besonders klare und harmonische Klangfiguren, die eine erstaunliche Übereinstimmung mit den Mustern und Formen von Lebewesen zeigen, einer Radiolarie zum Beispiel. Eine Winde entfaltet sich aus einer Kreisform zum Fünfeck, ebenso wie diese Klangfigur im Wassertropfen. Dr. Jennys Klangfiguren sind kein Beweis für die Theorie der morphogenetischen Felder, nur eine Analogie. Und auch wenn man einmal annehme, dass morphogenetische Felder die Gene steuern, könnte man dann natürlich weiter fragen, wodurch nun wiederum die morphogenetischen Felder gesteuert werden. Aber die Klangfiguren beweisen immerhin, dass Klänge oder Schwingungen und auch die menschliche Stimme formbildende Kraft haben. Könnte man also durch Schwingungen oder durch Klänge vielleicht auch die Gestalt von Lebewesen verändern? Von Pflanzen beispielsweise? Wir fahren durch den Schwarzwald. Der Hinweis eines Kollegen hat uns auf die Spur von Hugo Erbe gebracht, der Pflanzen verändert haben soll, indem er sie mit Klängen behandelte. Erbe, ausgebildeter Opernsänger, Bäckereibesitzer und schließlich Biobauer, soll aus Gras Getreide gemacht haben durch seinen Gesang. Erbe ist tot, sein Nachlass verschollen. Ein Mythos also? Unsere Recherchen haben uns in die Nähe von Freiburg zu Maria Finsterlin geführt. Ihr verstorbener Mann war ein guter Bekannter von Hugo Erbe. Ich habe diese ganzen Sachen erfahren von meinem Mann. Der hat, ihn mehrfach besucht in der Zeit seiner Landwirtschaft in Markdorf. Und er hat also selber mitbekommen, wie Erbe in seinem Gewächshaus also sich ein Tuch über den Kopf stülpte und dann mit Intonationen, also Gesänge waren das wohl nicht, das waren mehr, wie soll man sagen, also Akkorde oder so, hat wohl bestimmte Harmonien auch verwendet. Ich weiß nicht, ob das in Richtung Pentatonik ging, das kann ich mich nicht mehr dran genau erinnern. Jedenfalls hat er mit bestimmten Intervallen, Tonfolgen, auf diese Pflanzen eingewirkt und das wohl mehrfach. Und dann hat er aus den besten Körnern, die er jeweils gewonnen hat, aus diesen Saaten, hat er weiter gesät und dann wahrscheinlich immer wieder mal neu behandelt auf diese Weise. Wir haben nach weiteren Zeugen gesucht. Hugo Erbe war Anthroposoph. Er arbeitete nach den Prinzipien der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, die Rudolf Steiner in den 20er Jahren aufgestellt hatte.
Aber er entwickelte auf dieser Basis eigene Ideen. Und das machte ihn in den Augen der offiziellen Anthroposophie zum Außenseiter, den man mit Skepsis betrachtete. Dr. Schaumann vom Forschungsring für biologisch-dynamische Landwirtschaft hat Hugo Erbe noch persönlich gekannt. Er hat uns als alter Mann noch ganz bescheidenerweise vorgesungen, einfach nur einen Ton, und das war sehr eindrucksvoll. Ob damit dann wirklich etwas gelungen ist von so tiefgreifender Veränderung, wie das dargestellt ist, das ist sehr die Frage. Also ich bin da sehr skeptisch und halte das für sehr unwahrscheinlich, aber ich kann natürlich nicht behaupten, dass es nicht stimmt. Was also ist von Hugo Erbes Geschichte zu halten? Es soll noch